Ein Signal, bei dem ich immer sofort merke, dass ich einen Gang runterschalten sollte, das ist meine Verdauung. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich da auch ein bisschen sensibel für bin, denn ich habe jahrelang unter einem nervösen Darmleiden gelitten. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, mein Gott, warum muss diese Frau dann jetzt solche intimen Sachen hier mit uns teilen? Deswegen, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele Frauen betrifft und das ist so ein bisschen so ein Tabuthema, ne? Also wenn man ständig zum Klo muss und egal wo man ist, immer erstmal überlegt, wo ist denn hier eine Toilette? Egal was man isst, man überlegt, oh, könnte ich jetzt vielleicht zum Klo müssen? Gehe ich da vielleicht lieber mit, nicht mit? Fahre ich da vielleicht lieber nicht mit? Esse ich vielleicht vorher besser mal nichts, weil ich könnte ja da zum Klo gehen? Das schränkt echt das Leben sowas von ein, aber es ist halt auch total schambehaftet, weil ja, irgendwie möchte man ja, ich weiß auch nicht, man möchte da nicht so drüber sprechen oder ich wollte damit so darüber zumindest nicht so sprechen und deswegen war es mir wichtig, heute mit dir darüber zu sprechen, weil es kann ja sein, du bist auch davon betroffen und bei deinem Darm merkst du als allererstes, wenn du zu viel Stress hast und das ist ja auch ganz klar, denn die Verdauung ist ja direkt verbunden mit unserem Nervensystem und wenn wir zu viel Stress haben und unter Strom stehen, dann wird unsere Verdauung stark davon beeinflusst und das kann dann dazu führen, dass sie entweder träge wird, weil der Körper sagt, nein, jetzt keine Zeit für Verdauung, jetzt Zeit für wichtigere Dinge, für Fluchtkampf. Es kann aber auch sein, dass die Verdauung so richtig nach vorne getrieben wird und das ist halt dieser nervöse Darm, wo es dann sofort zu so einer Ausscheidung kommt und du sofort das Gefühl hast, ich muss jetzt zur Toilette gehen. Und mir hatte damals niemand helfen können, als ich gesagt habe, ja, aber das kann ja wohl so nicht weitergehen. Ne? Ich war da noch jung, ich war, glaube ich, erst 16 oder so. Und immer hieß es, ja, da müssen Sie jetzt mit leben. Und ich habe dann einfach irgendwelche Durchfalltabletten geschluckt, schon mal prophylaktisch, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Aber so das Gelbe vom Ei war das ja auch nicht. Und als ich dann mit dem Yoga angefangen habe, dann ist das auch nicht sofort besser geworden. Es war jetzt nicht so katsching, ne? Und jetzt ist alles in Ordnung. Und ich habe das auch erst gar nicht bemerkt. Und das ist so bei ganz vielen Dingen, wenn du Yoga machst. Und deswegen nochmal für alle Yoga-Anfänger. Wenn ihr nach Jahren draufblickt, was sich alles Wunderbares verändert hat in eurem Körper, dann werdet ihr es erst merken und werdet denken, oh ja, dies, das, jenes tatsächlich. Aber das geht so ganz schleichend und ganz langsam und auf einmal so. So, ne? Wenn man zum Beispiel seine Haare wachsen lässt und erst so das Gefühl hat, irgendwie wird das gar nichts und auf einmal, zack, sind sie lang. So ähnlich ist das mit dem Yoga auch. Du merkst erst gar nichts. Du denkst, es passiert nichts, aber es passiert ganz viel im Hintergrund. Naja, und bei mir war es auf jeden Fall die Sache mit der Verdauung. Ich will sie mal so ein bisschen abkürzen. Ich habe heute keinen nervösen Darm mehr. Also ich merke es zwar auch immer noch an meiner Verdauung, wenn es alles mal ein bisschen zu viel war. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen auf irgendwelche Beschaffenheiten. Das gehört ihm wirklich, wirklich, wirklich nicht hin. Aber ich merke es sofort an der Verdauung, wenn es zu viel war und auch andersrum. Also wenn ich in Balance bin und ja, das ist ein guter Indikator für mich halt immer. Was kannst du machen, wenn du jetzt selbiges Problem hast und denkst, ja, okay, jetzt habe ich verstanden, Yoga hilft mir ja. Und was kann ich jetzt insbesondere tun, wenn ich vielleicht Probleme mit der Verdauung habe? Grundsätzlich hilft Entspannung deinem Darm. Also wenn du entspannst, dann entspannt sich auch der ganze Darm. Dann kann er besser arbeiten, besser funktionieren, die Nahrung besser verarbeiten, dadurch natürlich auch viel besser die Nährstoffe aufnehmen. Und Entspannung ist immer eine ganz, ganz gute Idee, um wieder in eine regulierte Darmfunktion reinzukommen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass Sport und Yoga, auch wenn er nicht sportlich gemacht wird, den Stoffwechsel fördert. Das heißt also grundsätzlich auch, egal wie du den Yoga machst, grundsätzlich ist es so, dass du etwas tust für den Stoffwechsel und natürlich auch für deine Entspannung. Und dann gibt es eine Yoga-Übung, die ganz, ganz wunderbar geeignet ist für die Verdauung und auch mit dem Darm insbesondere zusammenhängt. Und das ist die sitzende Vorwärtsbeuge. Die sitzende Vorwärtsbeuge hat viele, viele wunderbare Wirkungen, aber unter anderem halt auch die Wirkung, dass sie sich positiv auf den Darm auswirkt. Auch alle Übungen, bei denen du vielleicht ein Bein hier vor deinem Bauch hast und tief in den Bauch atmest und dann dir den Bauch hier so am Körper massierst, zum Beispiel im halben Drehsitz, das ist auch eine wunderbare Übung, um deinen Darm zu massieren und die Verdauungsorgane hier so richtig, ja, denen so richtig Lust zu machen, vernünftig zu arbeiten.
Grundsätzlich gilt, viel trinken ist eine gute Idee und natürlich auch Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir müssen nicht immer gleich den Marathon laufen. Also früher war für mich immer Bewegung, nervt. Ne? Aber Bewegung kann ja auch tatsächlich schön sein. Also es ist auch ein Spaziergang ganz wunderbar für die Darmaktivität. Es ist ganz, ganz wunderbar, wenn wir Fahrrad fahren. Es ist ganz, ganz toll. Hauptsache, wir bewegen uns und liegen nicht nur so rum, weil wenn du zum Beispiel das Ding hast, dass der Darm eher träge ist, ja, dann kann das auch mit dem ganzen Gemütszustand zusammenhängen und dann hilft es, dich einfach regelmäßig zu bewegen, mal ganz fern abgesehen vom Yoga. Und auch die Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je gesünder, je natürlicher, desto besser. Aber ich bin ja keine Ernährungsberaterin. Von da an sei dieser Punkt nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. So, ich hoffe, diese Tipps, diese Anregungen haben dir geholfen. Alles das, was ich hier tue, hat nur einen Zweck. Ich möchte dich dafür gewinnen, dafür begeistern, Yoga zu machen, weil es einfach so vielfältig in deinem ganzen, ganzen Körper wirkt. Und in der nächsten Woche, da schauen wir uns wieder auch eine Yoga-Übung an und da gehen wir dann mal wieder ein bisschen in die Praxis rein. Meine Liebe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag, wann auch immer du diese Folge hier siehst und ja, bleib großartig. Tschüss!